Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, jedes Mal, wenn wir in Straßburg sind, diskutieren wir über die polnische Justizreform. Und ich muss sagen, ich bin erstaunt, mit welchem Eifer die polnischen Abgeordneten von links und der Mitte dabei sind, wenn es darum geht, ihr eigenes Vaterland in die Pfanne zu hauen. Sie sollten doch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 19.11.2019 gelesen haben. Allein deshalb, weil die Richter nicht sich selbst ernennen, sondern weil die Richter von dem Parlament und dem Justizministerium ernannt werden, ist nicht die Gewaltenteilung in Frage. Ansonsten gäbe es zum Beispiel in Deutschland oder den USA keine Gewaltenteilung. Das, was Sie in Polen fordern, nämlich dass die Richter sich selbst ernennen und befördern können, ist ein polnischer Sonderweg, der mit Gewaltenteilung nichts zu tun hat. Gewaltenteilung heißt Unabhängigkeit bei der Entscheidung, Unabhängigkeit nach der Ernennung, aber nicht Ernennung aus sich selbst. Vielen Dank.